Hi. In diesem Video starte ich den Contest. Den lang erwarteten von manchen. Dennis. Jedenfalls, um was wird es gehen? Ja. Einer der besten Vorschläge war, dass ich etwas Konkretes machen soll und nicht irgendwie sagen soll, ja, zimmert mal irgendwas hin und dann hat sich die Sache. Deswegen werde ich jetzt einfach mal was Konkretes machen. Und zwar habt ihr die Möglichkeit, zwischen Minecraft und Logisim zu wählen und da drin einen Prozessor, Schrägstrich, ein Rechenwerk zu bauen. Warum? Ja, das ist das Motto des Kanals. Redstone, Logikgatter, nicht Logikgatter, Logikschaltungen und sowas. Ja, darum geht's hier. Deswegen seid ihr wahrscheinlich auch hier drauf. Also könnt ihr ein Festkomma-Display in Minecraft machen. Sondern ich habe ein Video dazu gemacht, wie Festkomma-Darstellung geht. Der Link ist dazu in der Beschreibung für die, die es noch nicht wissen. Abgesehen davon könnt ihr in Minecraft auch eine kleine User-Station machen. Sprich, eine Station, die von einem User eine Eingabe verlangt und dann ein bisschen mit dem User spielt. Nicht irgendwie, keine Ahnung, Tetris oder sowas, sondern einfach nur die Zahlen umdreht oder sowas. Ihr wisst schon irgendwas. Halt eine Station, die den User abverlangt in Minecraft. So, in Logisim habt ihr die Möglichkeit, zwischen einem Festkomma-Rechner, also einer kleinen CPU, die auch Festkomma-Zahlen verrechnen kann. Was noch? Ein Gleitkomma-Rechner, einer Grafikkarte oder einen stinknormalen 8 oder 16-Bit-Prozessor. Ich kann und will euch trotzdem aber noch alles offen lassen. Ich habe euch jetzt also nicht keine Richtlinien genannt, sondern mehr so, ich habe euch hier keine strikten Regeln genannt, sondern eher Richtlinien. Flug der Karibik Anspielung. Ne, jedenfalls ist es, ich will halt nicht irgendwas Konkretes machen, dann kommen viele, die einfach keine Lust haben oder das noch überhaupt nicht können, sowas zu bauen, und dann haben die wieder, sind die ja schon wieder vom Contest verwiesen, ist ja kacke. Nee, ey. Nur ein M? Boah, schlecht. Ja, das ist dann kacke für die Leute. Also habt ihr trotzdem alles offen und müsst euch halt nur an diesen Sachen orientieren. Ja, wenn ihr keinen Gleitkomma-Rechner bauen wollt, keine Grafikkarte, reicht auch ein Pixel-Display oder sowas. Zu gewinnen gibt es Spiele. Was Größeres, also Steam-Spiele, was Größeres kann ich euch nicht bieten, da ich zwei Probleme habe. Erstens bin ich minderjährig und daraus folgt das zweite Problem. Ich verdiene kein Geld, um Versandkosten aufzunehmen, um euch irgendwas zu schicken. Was Größeres. Von daher gesehen, es wird ein Endvideo geben, wo ich den Gewinner vorstelle. Wenn der Gewinner will, kann er in einem Endvideo auftreten und sein Erbautes vorstellen. Es kann aber auch sein, weil wenn einfach mehrere Leute gleich gut sind, dann will ich einfach nicht sagen, dass ich auslos, wer von den beiden gewinnt, sondern dass ich einfach beide gewinnen lasse und dann bekommen halt beide den ersten Preis. Also ja, nicht sonderlich konkurrierend müsst ihr da sein. Es kann auch zwei erste oder drei erste Plätze geben. Oder es können alle gewinnen. Ja, okay, das ist unwahrscheinlich. Irgendwer wird dann doch wieder besser sein als andere. Ja, da ich mit dem Video fertig bin und diese Textnachricht, die voller Rechtschreibfehler ist, immer noch nicht auf den Bildschirm gerendert habe, werde ich jetzt mal ein bisschen die Taktrate hochstellen. Jedenfalls, Richtlinien sind in Minecraft irgendwas mit einer User-Eingabe oder Festkomma-Darstellung und in Logisim irgendwas mit Gleitkomma-Darstellung oder ein eigenständiger Rechner oder eine Grafikkarte. So, der Typ ist auch fertig. Damit lasse ich euch jetzt ziehen und viel Spaß beim Bauen.